Wir reden relativ häufig darüber, was man eigentlich alles von der Steuer absetzen kann. Dabei ist es vielleicht viel einfacher, einmal den Blick darauf zu werfen, welche Kosten du auf keinen Fall von der Steuer absetzen kannst. Und genau das machen wir in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conto Steuerberatung und eine der Hauptaufgaben, also wirklich umfangreichen Tätigkeit eines Steuerberaters ist, seinen Kunden zu erklären, was man nicht von der Steuer absetzen kann. Die Kreativität, was man irgendwie von der Steuer absetzen kann, ja, dieser Kreativität ist nahezu keine Grenzen gesetzt und deswegen führen wir solche Gespräche auch relativ häufig mit unseren Kunden. Und um mit dem größten Punkt anzufangen, das heißt, was kannst du grundsätzlich eigentlich nicht von der Steuer absetzen, ist zum Beispiel dein privater Wohnraum, deine Verpflegung, also Lebensmittel, aber auch deine Kleidung, Kosmetika, Urlaubsreisen, Kunstgegenstände, generell Luxusgegenstände, die du privat brauchst. Es gibt aber ein paar Ausnahmen, zum Beispiel bei den Gesundheitskosten. Gesundheitskosten sind grundsätzlich auch privat. Sie können aber manchmal von der Steuer abgesetzt werden, zum Beispiel als außergewöhnliche Belastung. Zum Thema außergewöhnliche Belastung habe ich auch schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Da kannst du dir mal die Ausnahmen anschauen. Neben den Kosten für die private Lebensführung gibt es aber auch Kosten, die durchaus betrieblich veranlasst sein können. Das heißt, du machst das, um deinem Unternehmen, deiner Selbstständigkeit irgendwie was Gutes zu tun. Die darfst du aber trotzdem nicht absetzen. Es gibt eine Auflistung, die zum Teil auch wirklich so im Gesetz steht, von Kosten, die du nicht absetzen darfst. Und daran musst du dich dann auch halten. Einer der bekanntesten Beispiele sind Geschenke an Geschäftspartner. Und zwar immer dann, wenn die Geschenke über 35 Euro teuer waren. Die kannst du machen. Die dürfen den Gewinn aber nicht mindern. Außerdem Bewirtungskosten. Wenn du mit deinem Geschäftspartner irgendwo hingehst, essen gehst, dann kannst du diese Kosten absetzen, aber nur zu 70%. 30% davon musst du am Ende selber tragen. Wenn du dich aber selbst verpflegst und unterwegs bist, beispielsweise auf einer Messebesuch bist, auf einer Konferenz bist, die eigene Verpflegung darfst du auch nicht von der Steuer absetzen. Das ist immer eine Privatangelegenheit. Wenn du aber unterwegs bist und quasi höhere Kosten hast, dann kannst du sogenannte Verpflegungsmehraufwendungen absetzen. Das ist aber eine Pauschale. Das heißt, die echten Kosten für deine Verpflegung darfst du nie absetzen. Deinen Kassenbon für die Bockwurst an der Tankstelle brauche ich nicht. Wir können aber die Pauschale absetzen. Da gibt es noch zwei ganz witzige Dinge, die du auch nicht absetzen kannst. Zum Beispiel, wenn du Kunden akquirierst, indem du jagen gehst oder angeln gehst, also für Fischerei. Kosten für Jagd und Fischerei darfst du auch nicht als Betriebsausgabe absetzen, auch wenn du dadurch vielleicht Kunden gewinnst. Wenn du jetzt denkst, ich darf nicht jagen gehen, vielleicht mache ich einen Sektempfang auf meiner Yacht, muss ich dir auch enttäuschen? Auch Kosten für eine Motorjacht oder Segeljacht darfst du nicht als Betriebsausgabe absetzen. Außerdem hat sich der Gesetzgeber überlegt, dass die Fahrten zwischen deinem Zuhause und deiner Arbeitsstätte Privatfahrten sind. Natürlich fährst du zur Arbeit, um da Geld zu verdienen. Allerdings hat der Gesetzgeber entschieden, das ist eine Privatangelegenheit. Deswegen darfst du diese Kosten auch nicht als Betriebsausgabe absetzen. Ein anderer Punkt ist, wenn du zum Beispiel auf diesem Weg zu schnell fährst oder auch beim Kundentermin zu schnell fährst, grundsätzlich für Warngelder, Bußgelder, Ordnungsgelder, egal ob es Verkehrsdelikte sind oder irgendwelche anderen Delikte, diese Kosten darfst du auch nicht als Betriebsausgabe buchen. Wenn du dir jetzt denkst, Mist, zur Arbeit fahren ist so unattraktiv dadurch geworden, vielleicht bleibe ich zu Hause, muss ich leider auch da eine Einschränkung machen, denn die Absetzbarkeit eines Homeoffice, das heißt deines Heimarbeitsplatzes, ist an einige Bedingungen geknüpft. Wenn du diese Bedingungen nicht erfüllst, kannst du auch die Kosten für ein Homeoffice nicht absetzen. Das ganze Thema ist ein bisschen komplexer, ein bisschen umfangreicher und würde hier den Rahmen sprengen, deswegen habe ich dazu auch schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, das verlinke ich dir oben rechts einmal. Außerdem auch ein ganz witziger Punkt, Hinterziehungszinsen für Steuern, die du nicht gezahlt hast. Das heißt, wenn du irgendwann mal Steuern hinterzogen hast und dann ist das aufgeflogen und du musst jetzt die Steuern nachzahlen und musst darauf natürlich Zinsen zahlen, dann kannst du diese Zinsen, welche Überraschung, auch nicht als Betriebsausgabe absetzen. Einige Leute sind ja wirklich kreativ. Die sagen, okay, um Aufträge zu bekommen, muss ich jemand ein bisschen Bargeld zustecken. Das heißt Schmiergelder. In einigen Ländern üblicher als in anderen Ländern. Wenn dein Geschäftsmodell auf Schmiergeldern aufgebaut ist, dann hast du auch steuerlich zumindest ein Problem. Denn Schmiergeldzahlungen darfst du auch nicht von der Steuer absetzen. Jetzt magst du dir vielleicht denken, naja, ich habe auch so ein paar Kosten, die sind nicht so ganz klar betrieblich oder ganz klar privat, sondern die sind irgendwie miteinander verwoben oder vermischt. Kann ich diese Kosten eigentlich absetzen? Gerade bei Selbstständigen ist es ja relativ häufig so, dass die Selbstständigkeit und das private Leben auch irgendwie ineinander übergehen, sowohl was Arbeitszeiten betrifft, aber auch Geschäftskontakte. Also irgendwie macht man Geschäfte mit seinen Freunden auch oder man ist mit seinen Geschäftspartnern irgendwann auch befreundet. Stellt sich immer die Frage, kann man das denn irgendwie von der Steuer absetzen? Und da gibt es durchaus ein paar Beispiele. Du benutzt einen Handyvertrag, sowohl privat als auch beruflich. Du kaufst Bürobedarf, also Kopierpapier, Stifte und so weiter, brauchst du sowohl privat als auch betrieblich. Du hast
hast eine Bahncard und nutzt die halt betrieblich für deine Geschäftsfahrten, aber halt auch privat. Oder der schon erwähnte Messebesuch, das heißt, du fährst irgendwo hin, bist auf einer Messe, bist auf einem Kongress, aber weil du die Stadt magst, vielleicht ist es auf Mallorca, denkst du dir, Mensch, ich bleibe einfach 2-3 Tage länger und genieße nochmal die Sonne. Ist das jetzt betrieblich oder ist das jetzt privat? Genau das ist die entscheidende Frage, weil du kannst den betrieblichen Teil von der Steuer absetzen, den privaten Anteil dann nicht. Das heißt, irgendwie musst du diese Kosten aufteilen. Neben der Problematik zu entscheiden, ob etwas betrieblich veranlasst war oder privat veranlasst war und da die Grenze zu ziehen, gibt es noch eine andere Thematik, die auch wichtig ist. Und zwar waren die Kosten auch angemessen. Ich gebe dir mal ein extremes Beispiel. Ich bin Berater. Das heißt, ich möchte gern irgendwie Unternehmen beraten in ihrer YouTube-Strategie. Dafür brauche ich natürlich ein Business-Setup. Ich möchte mir ein Smartphone kaufen. Und natürlich, weil ich mir denke, so fake it until you make it, ich kaufe mir ein teures Smartphone. Und zwar richtig schön goldverziert, mit Diamanten besetzt und so weiter. Mein Smartphone kostet 10.000 Euro. Natürlich reicht mir auch ein Porsche nicht aus. Deswegen kaufe ich mir auch ein Ferrari als Firmenwagen. Mach das Ganze aber als Kleinunternehmer. Ist natürlich ein extremes Beispiel, aber dir sollte relativ klar sein, dass das nicht wirklich angemessen ist. Ich könnte nämlich die gleichen Geschäfte statt mit dem 10.000 Euro Smartphone auch mit einem 1.000 Euro Smartphone machen. Und in solchen Fällen muss man immer schauen, was wäre denn angemessen. 1.000 Euro für ein Smartphone liegt in einem Bereich, das marktüblich ist. Und in solchen Fällen könnte ich, auch wenn es betrieblich veranlasst ist, nur die 1.000 Euro absetzen. Die anderen 9.000 Euro, die ich quasi nur für den Luxus ausgegeben habe, die wären nicht abziehbar. Die große Frage, die sich jetzt natürlich stellt, was ist denn angemessen? Ich kann dir leider da keine pauschale Grenze sagen. Das heißt, ich kann dir nicht sagen, welches Smartphone für dich angemessen ist und welches nicht. Das ist immer eine Einzelfallentscheidung. Das Leitbild, was du bei einer Entscheidung, ob etwas angemessen ist oder nicht, zugrunde legen kannst, ist, würde ein anderer, gewissenhafter Unternehmer die gleiche Entscheidung in deiner Situation treffen? Das hilft. Wenn du dann ja antwortest, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Wichtig ist nämlich, das Steuern sparen darf nicht im Mittelpunkt stehen. Das heißt, es muss wirklich eine betriebswirtschaftliche, sinnvolle Entscheidung gewesen sein und dann kannst du die Kosten auch absetzen. Und es sollte dir auch relativ klar sein, dass du keine 5.000 Euro oder 10.000 Euro für einen Messebesuch oder eine Mastermind ausgeben solltest, wenn du daraus 300 Euro Umsatz generierst. Dabei geht es auch gar nicht so sehr darum, wie viel Umsatz du tatsächlich akquirierst, sondern eher darum, was wolltest du eigentlich erreichen? Das heißt, war es unternehmerisch eine sinnvolle Entscheidung? Und wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann musst du dir auch keine Gedanken machen und kannst die Kosten als Betriebsausgabe absetzen. Ich hoffe, mit diesem Video habe ich dir jetzt nicht zu schlechte Laune gemacht. Ich weiß, es gibt ein paar Dinge, die du nicht von der Steuer absetzen kannst. Gerade in dem Bereich gibt es sehr, sehr, sehr viele Ideen. Wie ich gesagt habe, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wenn du dazu noch eine Frage hast oder eine bestimmte Ausgabe hast, bei der du dir unsicher bist, ob du sie absetzen kannst, dann frag uns doch mal unten in den Kommentaren. Ich bin gespannt auf deine Frage und versuche dir weiterzuhelfen. Wenn du dir jetzt denkst, ich möchte mit dem ganzen Mist gar nichts zu tun haben, weil das soll doch mein Steuerberater machen und der soll mir doch sagen, was ich absetzen kann und was nicht, dann gebe ich dir absolut recht. Das solltest du nicht machen. Gib die ganze Buchhaltung idealerweise an den Steuerberater ab. Zum Beispiel an uns. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir mal unten in der Videobeschreibung. Verlinke sie dir aber auch gern hier. Oder schau einfach erstmal eins unserer weiteren Videos an. Zum Beispiel das hier oder das hier. Und welchen...